ein Brat. Hey, du bist zu süß, um heute allein zu sein. Heinz, machst du noch eine Käsesoße? Damit ich dich verwöhnen kann. 0190. Heinz. 88. Was? 99. Und drei. Ob's noch eine Käsesoße magst? Ich warte auf Na. Dich. Na. Vergiss nicht, jetzt habe ich schon den Mikro. 0190. 8899. Und dreimal. Dass er nach nur zwei Wahlgängen als neuer Papst gewählt wurde und gilt jetzt als einzigartig in der Kirche. Israel. Im Nahostkonflikt nimmt bisher die Gewalt kein Ende. Haben wir noch Bier eingekühlt? Du, ich hab jetzt der Cola mitgebracht. Einen Anschlag auf ein Hotel in der Innenstadt von Jerusalem. Mehrere Menschen, darunter eine Mutter und ihr Baby, kamen dabei ums Leben. Genauere Details vom Tatort von Miriam Schabitz. Ich stehe hier in der Lobby des berühmten Old Europe, mitten im Herzen Jerusalems, wo sich heute ein schwerer terroristischer Angriff auf Israels Demokratie und Friedenspolitik ereignet hat. Heute um 9.45 Uhr betraten eine junge Frau und ihr 8 Monate altes Kind den Eingangsbereich, als Terroristen eine Bombe durch die Fenster warfen und ein Blutbad anrichteten. Die Mutter, ihr Kind sowie ein noch unidentifizierter Hotelgast waren auf der Stelle tot. Zwei Angestellte des Hotels erlagen auf dem Weg ins Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die mutmaßlichen Attentäter sind laut Information des israelischen Geheimdienstes Mitglied der Terrororganisation Islam für die Welt, einer Gruppe radikaler palästinensischer Extremisten, welche durch ihre Gewaltbereitschaft Israel destabilisieren und damit den Frieden und die Demokratie gefährden wollen. Das israelische Verteidigungsministerium erklärte, man werde sich auf keine Provokationen einlassen und Israel und den Frieden mit allen Mitteln verteidigen. Aus Sicherheitsgründen wurde die israelische Luftwaffe in erhöhte Bereitschaft gesetzt. Das war Miriam Schabit für World News. Die war sehr gut. Schön. Fantastisch. Endlich haben wir es im Kasten, nicht wahr, Yassel? Schön, du hättest Nachrichtensprecherin werden sollen, wirklich. Schön. Du bist wunderschön. Oh. Entschuldigung, kannst du vielleicht noch ein bisschen liegen bleiben? Wir machen gleich weiter mit der nächsten Szene. Yassel, gibst du mir bitte von ihrem Fuß ein großes Close-up, ja? Und wenn du Blut brauchst, dann holst du dir welches. So, jetzt machen wir weiter mit der Szene von Eichel in der Mitternachtsausgabe. Genau. Wo ist Eichel? Eichel? Ah, Eichel, da bist du. Komm mal her. Also, wir machen jetzt eine Probe, ja? Wir probieren das mal. Also, du nimmst das Gewehr schön vor die Brust, ja? Gut, okay. Und dann, du kommst in das Bild hinein und tanzt dabei, ja? Und dabei ist wichtig, du machst einen schönen, freudigen Gesichtsausdruck. Du bist ein Araber von der Hisbollah, der gerade einen Terroranschlag gemacht hat, ja? Mach das mal für mich. Sehr gut. Ja, gut. Lach mal noch mehr. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. So machen wir das, Eichel. Mit diesen Bildern werden wir den morgigen Vergeltungsschlag rechtfertigen. Hassan, wie war das für dich? Mehmet, sehr überzeugend. Danke. So sind diese Zionisten. Hinterhältig und verlogen. Aber du spielst das wirklich hervorragend. Danke. Hey. Und wann kommt das Film in die Internet? Kurz vor die nächste Aktion. Die Hamas hat mir schon jetzt einen Link auf die Homepage zugesagt. Und wird er auch angeschaut, dieser Film? Kennst du nicht das Video, in dem die Amerikaner beschuldigt werden, die Anschläge von dem 11. September selbst inszeniert zu haben? Habe ich gesehen. Das ist dieses Video, wo gezeigt wird, dass die Boeing 757 gar nicht vor dem Pentagon gewesen genau. sein kann. Und das ist eine Lüge. Genau, genau. Diese. Das Video ist von mir. Ist von dir? Ja. Hassan, von dir. Hör zu, Bruder, hör zu. Habe ich gesehen, dieser. Hör zu. 10.000 Downloads pro Woche. Und die Fakten, alle frei erfunden. Aber diese Menschen stehen auf diese Verschwörungstheorien. Vor allem die Linken und Intellektuellen. Die sind alle Besserwisser. Genau. Dieser Michael Moore und diese Leute. Die erzählen das weiter und bringen das sogar an die Öffentlichkeit. Aber in Wahrheit arbeiten die für unsere Sache. Verstehst du? Bis die Leute das Vertrauen in ihre Nachrichten verloren haben und das amerikanische System kollabiert. Dann sind wir an der Macht. Everything all right? Okay. Good. Gestorben! So, das war's, meine Herren. Great, Mr. Hassan. Hassan. Thank you.
Es war ein kleiner Schritt für den Araber, aber ein großer Schritt für die Amerikaner und die restliche zivilisierte Welt. Miss Hayden wird Ihnen Ihre Schecks und Ihre Einreisevisa für die Staaten geben. Danke, Mr. Jefferson. Ja, eigentlich ganz nett, diese Araber. Ja, wirklich. Schade, dass sie so wenig Kultur haben. Aber das wird sich ja bald ändern. Ach. Im Supermarkt bieten sie jetzt für 700 Euro Sharm el-Sheikh an. Der Sharm el-Sheikh heißt das. Ägypten? Ja. Du bringst mich aber nicht hin. Bleib mal lieber in der Nähe. Kommt man denn einmal Wellnessen fahren? Könnt man. Heinzi. Ja, da. Gehen wir schlafen? Schlussklappe, bitte. Ah. Was ist? Danke, das war's. Alles klar. Ich wollte ihn sogar noch küssen. Warum darf ich das nicht? Ja, immer diese Hälfte. Was ist das? Oh. So verschwiegen geht das nicht. Sag mal, die Kratzchen muss man so. Oh, Archie, wann hast du das nächste Konzert? Nächstes Jahr. Ja, Puffen. Schalt das nicht aus. Hey, das ist aber super. Bist du geladen? Bist du geladen? Hey, wo ist der Julian? Ausprobieren. Willst du noch eine Kur haben, Petri? Bitte. Komm her. Ich bin voll. War das am Ton alles oben? Frau Ton! Ich geh jetzt. Frau Ton! Warte, Prost einmal. Schon mal am Tag. Schon mal am Tag. Glaube nicht den Gerüchten und verbreite keine. Zeig deine Vaterlandsliebe auf vernünftige Art und schließe dich nicht den verbotenen Demonstrationen. Einfach zu sagen, Bush hat diesen Krieg gemacht, es geht ums Öl. Es ist viel schmerzhafter, wenn wir begreifen müssen, dass dieser Krieg aus den Herzen der Menschen kommt. Unser Militär kann man nur bewundern. Die Armee ist nicht nur topfit, sondern hat auch eine hohe Moral. Ein Stück über einen heldenhaften General. Die Soldaten können ja nicht entscheiden, was Recht oder Unrecht ist. Es gibt ja diese Theorie, nach der ein Schmetterling mit seinem Flügelschlag einen Sturm auslösen kann. Israel, acting Prime Minister, is working on a building a coalition. Drei im Namen des Teams, danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Vom Nachtjournal für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder um die gleiche Zeit. Also Mitternacht. Bis dahin, schlafen Sie gut.